Bei der Auswahl der Fotografen haben wir zum einen darauf geachtet, dass wir auch einen hohen Anteil an nigerianischen, also sozusagen einheimischen Fotografen haben von dort. Und zum anderen, dass wir wirklich renommierte internationale Pressefotografen dabei haben, die, deren Namen auch eine gewisse Sogwirkung haben, wie Ed Kashi beispielsweise. Aber dann bei der Auswahl der Fotos mussten wir feststellen, dass dieser Unterschied eigentlich nicht vorhanden ist, dass letztlich die Unterschiede in der Fotografie sich eher an der Ausbildung der Fotografen orientiert als an der Herkunft, an der bloßen Herkunft. Also diese ursprünglich von uns vielleicht etwas zu holzschnittartig gedachte Zweiteilung hier, die westlichen Pressefotografen, dort die nigerianischen einheimischen Fotografen, die so für uns Unentdecktes vielleicht sehen, die fand so nicht statt. Dennoch war es für uns wichtig, dass wir einheimische Fotografen dabei hatten, damit wir eben nicht nur in Anführungszeichen den Blick von außen auf diese Region haben, sondern eben auch den Blick von innen, den man eben als Fremder, der dann mal kurz hinkommt, nicht so hat. Ja, uns war es wichtig zu zeigen, dass in der Region der Umgang mit den Mitgeschöpfen, mit der Natur durchaus bewusst war über sehr lange Zeiträume hinweg und dass gerade im religiösen Weltbild der dortigen Bewohner sich das wiedergespiegelt hat. Ein Beispiel dafür ist eben diese Sägefischmaske, die von Mitgliedern eines Geheimbundes getragen wurde. Und man muss wissen, dass Sägefische nicht von jedem zu aller Zeit an allen Orten gefischt werden durften, sondern nur ganz von speziellen Leuten an ganz bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten. Und das war sozusagen auch ein Regularium, um die Zerstörung der Natur zu verhindern. Ja, diese Objekte machen klar, dass das Niger-Delta, also auch vor der Erdölförderung, keine Insel der Seligen gewesen ist, sondern dass das Niger-Delta schon seit Jahrhunderten Spielball globaler Handelsinteressen gewesen ist. Es begann Ende des 15. Jahrhunderts mit Sklavenhandel und Elfenbeinhandel. Man sieht hier diesen Elfenbeinstoßzahn, diesen beschnitzten. Und im 19. Jahrhundert gab es dann schon einen ersten Ölrausch in der Region, und zwar den Rausch mit Palmöl. Und Palmöl wurde benötigt für die beginnende Industrialisierung hier in Europa. Mit dem Öl wurden die Maschinen am Laufen gehalten, am Flutschen gehalten. Und das war tatsächlich auch schon ein großer Boom in dieser Region.